Ein Student hat mir diesen Rechenweg hier per E-Mail geschickt mit der Bitte, da mal einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Hatte vermutlich schon die Befürchtung, dass es nicht ganz richtig ist. Also die Idee ist jetzt hier in dieser Rechnung, die vielleicht erstmal Schritt für Schritt nachzuvollziehen, so ein bisschen und den Fehler zu finden. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht so von oben herab so rüberkommt mit, ha, da hat jemand einen Fehler gemacht. Ich glaube, wir müssen ganz unbedingt an unserer Fehlerkultur in der Uni arbeiten. Es ist überhaupt gar kein Problem, mal einen Fehler zu machen. Aus Fehlern kann man unglaublich viel lernen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, ne? Sondern ja, Fehler passieren. Wir alle sind Menschen und Menschen machen Fehler. Man sollte halt denselben Fehler vielleicht nicht drei, vier, fünf Mal hintereinander machen. So, also gucken wir uns das mal an, erstmal, worum es hier geht. Wir haben eine Schaltung, eine Spannungsquelle. Ich gehe mal davon aus, das soll eine konstante Spannungsquelle sein. Ein Widerstand, eine Kapazität. Ich gehe mal davon aus, dass die vorher ungeladen war. Und jetzt ist der Strom gesucht, der hier fließt. Und das schreit jetzt schon so ein bisschen nach Schaltvorgang, nach Ausgleichsvorgang, ne? Also wie wird diese Kapazität hier, dieser Kondensator aufgeladen und wie verhält sich der Strom dabei? So, was man dann in dem Fall natürlich erstmal machen kann, ist so einen Maschensatz hier aufstellen. Das hier oben ist also der Maschensatz. Ich zeichne mal vielleicht noch die Spannung dazu ein. Das wäre die Spannung über den Widerstand und das wäre die Spannung über der Kapazität. Und schreibe hier mal noch hinter in Abhängigkeit von der Zeit, weil das werden Zeitfunktionen sein. Das soll mal eine konstante Spannung sein. Also könnte man hier noch sagen, okay, von T. So, dann werden die Strom-Spannungsbeziehungen eingesetzt. Am Widerstand ist die Spannung Widerstand mal Strom. An der Kapazität, also das ist genau umgekehrt jetzt hier, an der Kapazität ergibt sich die Spannung aus dem Integral über dem Strom und 1 durch die Kapazität. So, dann wird für die Quellspannung irgendwie eingesetzt R mal I von T. Dann wird das so ein bisschen umgestellt, also das I von T auf die eine Seite rübergeholt, sozusagen Trennung der Veränderlichen, könnte man sagen. Wir haben den Strom hier und wir haben das Integral des Stromes hier, denn das, was hier steht, ist ja eigentlich schon eine Differentialgleichung oder eine Integralgleichung. Also R und C, irgendwie wissen wir, das RI, da müssen wir mal drüber nachdenken. Und jetzt ist halt die Funktion gesucht, die diese Gleichung erfüllt. So, also trennen wir das mal, Funktion auf die eine Seite, Integral der Funktion auf die andere Seite, dann wird abgeleitet auf beiden Seiten, also kriegen wir aus dem Strom die Ableitung des Stromes, aus dem Integral über den Strom an sich. Und dann kann man eben hier so ein bisschen rumbasteln, dass dt sich auf die andere Seite holen und den Strom auf diese Seite, sodass hier steht sozusagen 1 durch den Strom und das Integral über den Strom und auf der anderen Seite haben wir irgendwie eine Konstante, die einfach über der Zeit integriert wird. So, und dann wird hier einfach dieses Integral ausgeführt. Diese 1 oder diese Konstante nach t integriert ergibt die Konstante mal t und das hier integriert ergibt den Strom und dann wäre die Ableitung des Stromes wäre eben das abgeleitet nach t, dann wäre das irgendwie eine Konstante. So, und jetzt kann man erstmal sich fragen, sieht das richtig aus, sieht das falsch aus? Nee, so richtig gut und so richtig sieht das nicht aus. Warum nicht? Also einfachster Test, einfachster Check, den man immer machen kann, stimmen die Einheiten und die Einheiten stimmen hier nicht. Also wenn ich mal hinschreibe, was würden wir denn für die Einheit für den Strom I von T erwarten, was sollte da rauskommen? Da sollte irgendwie Ampere rauskommen, als Einheit irgendwas in Ampere. So, und jetzt können wir gucken, was haben wir hier aber für Einheiten? Also wir haben die Einheit von der Zeit geteilt durch die Einheit von Widerstand minus Widerstand ergibt die Einheit von dem Widerstand und multipliziert mit einer Kapazität. Die Zeit hat die Einheit Sekunden. Der Widerstand hat Ohm. Ohm sind Volt pro Ampere. Und die Kapazität hat die Einheit Farad. Farad sind Ampere Sekunden pro Volt. So, und dann sieht man, da kürzt sich Sekunde gegen Sekunde und Ampere gegen Ampere und Volt gegen Volt, sodass da einfach die Einheit 1 überbleibt. Also das, was hier steht, ist einheitenlos. Das hat überhaupt gar nicht die Einheit von dem Strom. Und dann kann das natürlich auch nicht ein Strom sein. So, also das, was hier ist, und wie gesagt, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber das ist leider falsch.
So, jetzt kann man sich noch überlegen, was sollte denn vielleicht irgendwie richtig für den Strom rauskommen? Was wäre denn sinnvoll, was hier für den Strom rauskommen sollte? Das kann ich vielleicht noch hier drunter schreiben. Eigentlich würden wir jetzt sowas erwarten, dass der Strom exponentiell abfällt. Also am Anfang, nehmen wir mal an, dieser Kondensator ist am Anfang leer, ne? Dann die Spannung an dem Kondensator kann ja nicht springen. Wenn ich jetzt die Quelle anmache oder hier sozusagen oben so einen Schalter schließe, ja, jetzt machen wir hier diesen Schalter zu, zum Zeitpunkt T gleich 0, dann muss ja die ganze Spannung erstmal über den Widerstand abfallen, weil hier die Spannung kann ja nicht springen und dann ist der maximale Strom, der fließt, wäre einfach UQ durch R und der nimmt jetzt exponentiell ab, E hoch minus T und die Zeitkonstante oder das, was da noch auftaucht, ist R mal C. Das ist genau das, was wir jetzt für den Strom erwarten würden. Naja, irgendwas mit R und C taucht hier schon auf, aber keine E-Funktion und so ein bisschen komisch ist das alles. So, und deshalb jetzt die Frage, also jetzt haben wir geklärt, was sollte rauskommen bei der Geschichte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo steckt jetzt in diesem rechten Weg, so unplausibel sieht er ja gar nicht aus, wo steckt denn jetzt hier der Fehler oder die Fehler drin? Und ich betone nochmal, es ist überhaupt gar nicht schlimm, dass hier Fehler gemacht wurden. Fehler zu machen ist extrem wertvoll. Aus Fehlern kann man total viel lernen. Aber man muss dann halt auch aus den Fehlern lernen. Oder man sollte dann aus den Fehlern lernen und die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Also schauen wir mal so stückchenweise ab, bis wann sieht es noch plausibel aus, ab wann könnte es falsch werden. So, also hier oben haben wir einen Maschensatz aufgestellt, der wird stimmen. So, dann haben wir in dem Maschensatz diese Strom-Spannungsbeziehung eingesetzt. Das sieht auch noch gut aus. So, im nächsten Schritt haben wir, und jetzt wechsle ich schon zu Rot, haben wir hier, also das haben wir einfach übernommen und abgeschrieben, da kann nicht so viel bei verkehrt sein. Hier haben wir jetzt irgendwie für die Quellspannung RI mal I eingesetzt. Und RI, ja, das soll so ein Innenwiderstand sein oder so vermutlich, aber hier ist ja überhaupt gar kein Innenwiderstand da, sondern hier ist ja einfach nur eine Spannungsquelle. Und diese Spannungsquelle, die hält halt die Spannung fest. Die hat halt die Quellspannung. Also das war sozusagen, das ist Fehler Nummer 1. Also dieser Ansatz für die Quellspannung R mal I einzusetzen, ist einfach Quatsch. So. Also, ja, jetzt haben wir die gleiche Zeile nochmal dazu stehen. Jetzt wird das hier unten natürlich irgendwie auch so ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier noch gerade gebogen bekomme, aber kriege ich so in etwa hin. Also das RI hier ist ja weg. Jetzt steht das minus R mal I auf der Seite hier und da kommt eigentlich noch ein UQ dazu. Ne? Also hier steht UQ. Jetzt haben wir das minus R mal I, das haben wir auf die andere Seite rübergeholt. Das steht jetzt hier. So, an der anderen Seite ist nichts passiert. Also jetzt passt das hier wieder. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das abgeleitet. Also von hier nach hier war der Schritt, das abzuleiten. Und dann, was passiert hier vorne aus dem UQ, wenn das UQ eine Gleichspannung ist? Die Ableitung von einer Gleichspannung, von einer Konstante ist 0. Also das schreibe ich mal noch mit hin, aber die fällt halt eigentlich weg. Das RI fällt auch weg. Jetzt haben wir da stehen, minus R mal DI nach DT ist 1 durch C mal I. So, und das heißt, das können wir jetzt eigentlich die Idee hier weiterführen, ne? Das dt holen wir auf die andere Seite hoch, das i von t holen wir auf die andere Seite runter. Dann steht eigentlich, dann stimmt das fast wieder, was hier steht, bis auf das ri hier, das muss immer noch weg. Und das Minus müssen wir, das ist natürlich nicht c minus r, sondern c mal minus r, ne? Deswegen die Klammern darum sind irgendwie schon sinnvoll. So, also das heißt, naja, wenn wir jetzt mal hier nochmal ein paar grüne Häkchen dran machen, also das war rein prinzipiell richtig und das war rein prinzipiell richtig. Hier die Zeile, also hier in der Zeile passierte irgendwie ein Fehler, nämlich hier vorne. Ja, das war irgendwie falsch. So, dann ist das hier hinten, wenn man jetzt mal von diesen Folgefehlern absieht, natürlich auch wieder richtig. So, jetzt. Ja, aber wenn das so quasi richtig ist, wie kann das dann falsch sein? Und der Denkfehler an der Stelle, und vielleicht wer jetzt schon schlau aufgepasst hat, erkennt den Denkfehler ja auch schon. Was integrieren wir denn hier? Hier steht ja keine 1, die wir nach i integrieren, aus der dann i wird, sondern hier steht, wenn ich das nochmal hier drüben hinschreibe, ich nehme mal lieber blau,
Dann steht doch hier das Integral von 1 durch i von t. Und das integrieren wir nach di von t. Und das wäre doch genauso, wie wenn ich entspricht sozusagen, ich habe ein 1 durch x und integriere das nach x. Und was ist, wenn ich 1 durch x nach x integriere? Was kommt da raus? Was ist die Stammfunktion von 1 durch x? Das ist ln x. Ln x plus eine Integrationskonstante c. Ne, weil wir ja unbestimmt integriert haben. So, das heißt, hier muss dann dementsprechend nicht i stehen, sondern hier muss ln von i stehen. Und dann kann man sich halt überlegen, naja, der Logarithmus von i, das ist auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil der Strom hat ja eine Einheit, haben wir gerade festgestellt, der hat die Einheit Ampere. Und ich kann nicht den Logarithmus von einer Einheit ausrechnen, man kann den Logarithmus von einer Zahl ausrechnen. Aber so richtig cool ist das nicht, wenn da halt eine Einheit steht. Naja, man könnte das jetzt auch erstmal sozusagen ignorieren an der Stelle und sagen, weil wir wollen ja jetzt auch den Strom haben und nicht den Logarithmus des Stromes. Aber ha, wenn wir es ganz richtig machen, dann schreiben wir uns hier noch irgendwas davor. Oder wir rechnen irgendwie i durch i0 oder sowas. Und naja, und dann stellt man fest, das ist eigentlich auch kein Problem. Also, weil ich kann halt hier auch hinschreiben, dass die Ableitung, nee, halt die Stammfunktion von dem 1 durch x, da könnte ich auch einfach hinschreiben, ln, ich sag mal, von k mal x, irgendein konstanter Faktor plus c. Weil Probe, ne, wenn ich das wieder ableite, jetzt muss ich hier ein bisschen Platz hinschreiben für Nebenrechnung. Also wenn ich ln von k mal x wieder ableite, was kommt da raus? Also der Logarithmus abgeleitet ist 1 durch das, was im Logarithmus steht. Und dann haben wir eine verkettete Funktion, eine innere Ableitung, das, was vor dem x steht, das k. Und dann kürze ich das weg und weg und dann bleibt halt 1 durch x über. Also das sieht erstmal seltsam aus. Ha, wie kann denn die Stammfunktion von 1 durch x gleichzeitig x und gleichzeitig irgendein Faktor mal x sein? Naja, die Integrationskonstanten sind einfach unterschiedlich. Ja, und ob ich nun einen Faktor davor schreibe oder einen Faktor durch einen Faktor teile, spielt eigentlich keine Rolle. So ist es ingenieurwissenschaftlich vielleicht ein bisschen korrekter, dass wir sagen, wir haben den Logarithmus von einem Strom durch einen Strom, also ein zeitabhängiger Strom durch einen konstanten Strom. Und das ist einheitenlos. Von dieser einheitenlosen Größe kann man auch den Logarithmus rechnen. So, also von hier nach hier, da war auch nochmal so ein Fehler, so ein Denkfehler, weil diese Stammfunktion hier, die passte nicht. So, und dann ist natürlich die Sache, jetzt steht hier der Logarithmus von dem Strom ist das. Wie können wir jetzt damit weitermachen? Mache ich mal hier irgendwie so einen Strich, wie es jetzt weitergeht. Jetzt nehmen wir natürlich die Umkehroperation und rechnen e hoch das. Ne? Natürlich Exponentialfunktion und die natürliche Logarithmusfunktion heben sich auf. Dann steht da i von t durch i0. Und was wir noch vergessen haben, uns fehlt noch eine Integrationskonstante. Ne? Wir haben unbestimmt integriert. Auf beiden Seiten, da brauchen wir jetzt nicht auf beiden Seiten Integrationskonstanten schreiben. Eine reicht da schon. So, und dann steht halt hier e hoch t durch minus rc. Ne, weil das hier war ja weg. Ja, plus noch irgendwie eine, plus irgendein c plus diese Integrationskonstante. Und die müssen wir eventuell noch irgendwie bestimmen aus den Anfangsbedingungen. Und ja, und das I0 hier, das haben wir ja auch irgendwie dazu gebastelt. Das kommt da halt auch noch mit davor. Also können wir halt sagen, der Strom in Abhängigkeit von der Zeit. Und hier hinten mal, also ich hole erstmal das I0 auf die andere Seite rüber und bastel jetzt mal noch ein bisschen mit der E-Funktion rum. Potenzen werden ja multipliziert, indem man die Exponenten addiert, also aus der Addition der Exponenten kann ich auch machen e hoch minus t durch rc mal e hoch c. Und dann stellen wir fest, das ist eine Konstante.
Und das ist eine E hoch, eine Konstante ist auch eine Konstante. Beide Konstanten können wir auch einfach zu einer Konstanten zusammenfassen. Oder ich kann jetzt diese Konstante hier auch einfach wegdenken und sagen, die steckt jetzt hier mit in dem I0 mit drin. Ne? Und das I0, das muss man jetzt noch irgendwie bestimmen, wie groß dieses I0 ist. Und das haben wir ja letztendlich uns hier oben schon überlegt. Also das kann man sich jetzt, wenn man so will, einfach aus der Anfangsbedingung überlegen und sagen, schreibe ich mal hier hin, Anfangsbedingung. Der Strom zum Zeitpunkt 0, wie gesagt, der Kondensator ist entladen, der wirkt im Schaltmoment wie ein Kurzschluss. Der hält die Spannung auf 0. Strom ist ihm egal, der da durchfließt. Da muss die gesamte Quellspannung über den Widerstand abfließen und der Strom, der dann fließt, wird eben nur durch den Widerstand begrenzt und ist dann eben UQ durch R. Das sagt uns die Schaltung. Ja? Und wenn ich jetzt eben das hier in die Gleichung einsetze, dann steht da I0 mal E hoch minus 0 durch RC. Das ist aber E hoch 0 und E hoch 0 ist nicht 0, sondern E hoch 0 ist 1. Und dann steht halt im Prinzip da, I0 ist UQ durch R, womit wir hier zu unserer Lösung gekommen sind. Und dann passt das auch auf einmal irgendwie alles. Die Ableitung des Stromes interessiert uns eigentlich gar nicht mehr so richtig. Höchstens, wenn man sagt, ja, nee, eigentlich nicht. Ich sag mal, die Gleichung hier, die können wir, glaube ich, eigentlich ins Skat drücken. Weil wenn uns höchstens die Spannung über der Kapazität interessieren würde, dann müssten wir jetzt den Strom halt irgendwie noch mal einmal integrieren, eventuell. So, also das wäre die eine Möglichkeit, um diese ja, Konstante, die wir hier mit reingebastelt haben, die Konstante, die durch die unbestimmte Integration entstanden ist, die ich dann hier beide zu diesem I0 zusammengefasst habe, zu bestimmen aus der Anfangsbedingung. So, und ja, die eine andere Variante, die man jetzt hier eventuell noch gehen könnte, dafür muss ich mal so ein bisschen runterscrollen, um dieses I0 zu bestimmen. Also hier steht ja unser, wo habe ich das jetzt hingeschrieben? Hier unten, ne? Also um dieses I0 zu bestimmen, ist eine weitere Idee, die man machen kann, die nennt sich Variation der Konstanten. So, und da ist jetzt die Idee als Ansatz zu nehmen, dass das I von t abhängt eben von dem I0 und das I0, die Konstante, die davor steht, die hängt jetzt auch von t ab. Mathematischer Trick, das so zu tun. So, und dann können wir halt sagen, ja, also hier. Das ist jetzt das, was wir wiederum da oben einsetzen würden. Und hier taucht ja nicht nur die Stromfunktion auf, hier taucht auch die Ableitung der Stromfunktion auf. Also brauchen wir jetzt noch die Ableitung, das dI von t nach dt. Und jetzt haben wir hier ein Produkt von zwei Funktionen, die beide von t abhängen. Das heißt, wir brauchen die Produktregel und die sagt uns, wir nehmen mal den ersten Faktor abgeleitet. Da mache ich mal so einen Strich dran, das soll die zeitliche Ableitung sein. Mal den zweiten Faktor nicht abgeleitet, plus den ersten Faktor nicht abgeleitet, I0 von t mal den zweiten Faktor abgeleitet. Die E-Funktion abgeleitet ist die E-Funktion und dann haben wir noch die innere Ableitung, das ist mal minus 1 durch RC, das was da vor dem t steht. So, und das nehmen wir jetzt und setzen das hier oben in die DGL ein. So einen langen Strich mal ich jetzt da nicht hin. Gucken, so viel Platz habe ich auch nicht mehr, aber das kriegen wir hin. So, also was stand da? Da stand diese Ableitung und das C hier, das hole ich mir jetzt mal auf die andere Seite noch rüber. Rechne da nochmal. Also erstmal die Ableitung. Die Ableitung steht hier. Und die Ableitung muss jetzt noch mit minus r mal c multipliziert werden. Das mache ich mal gleich für jeden Summen einzeln. Also steht da minus r mal c mal diese Ableitung der
konstanten Funktion mal e hoch minus t durch rc. Und dann das hier hinten, also nochmal minus, also das Minus von hier oben, minus r mal c mal jetzt einfach den Kladderadatsch abgeschrieben, mal die e-Funktion minus t durch rc. So, und jetzt mal das hier hinten minus 1 durch rc. Und dann können wir schon mal sagen, okay, das Minus und das Minus heben sich auf, das rc und das rc heben sich auf. Oder kürzen sich, so dass sich auf der Seite schon mal ein bisschen was vereinfacht. Und auf der anderen Seite steht jetzt einfach nur noch das i von t. Das c haben wir auf die andere Seite überholt. Und das i von t steht da oben. Das ist i0 von t mal e hoch minus t durch rc. Einfach das aus dieser Zeile abgeschrieben. So, und dann stellen wir fest, okay, das i von t mal e hoch minus t durch rc, die e-Funktion, und das haben wir auch auf beiden Seiten das gleiche. Also kann ich das auch auf beiden Seiten subtrahieren. Dann fällt das halt auf beiden Seiten einfach weg. Also streich das hier weg, ist ja der gleiche Term. Dann bleibt auf der Seite eine 0 zu stehen. Und dann ja, muss das, was hier steht, 0 sein. So, und das können wir jetzt natürlich irgendwie umstellen nach dem i0'. Und stellen fest, dass i0', jetzt muss ich mal hier irgendwie eine neue Seite investieren. Und hier kann ich wieder nicht schreiben, hier unten geht's. i0' von t ist. Also die e-Funktion, die ist nie 0. Also durch die kann man teilen. Und das r und c und mit einem Minus davor, das ist auch nie 0. Naja, und dann stellen wir fest, dass mit der Variation der Konstanten, das hilft uns jetzt ja auch nicht so wahnsinnig weiter, weil da halt einfach rauskommt, i0' von t ist 0. Naja, und wenn wir jetzt halt das integrieren, dann kommt da wieder raus, also die Stammfunktion davon, dass i0 von t muss irgendeine Konstante sein. Und ja, diese Konstante wiederum kriegen wir dann nur sinnvoll bestimmt aus der Anfangsbedingung, was wir uns schon hier oben gemacht haben. Also dieses Spiel hier, langes Spiel mit der Variation der Konstanten, bringt uns in dem Fall nicht so wahnsinnig viel. Zeigt höchstens vielleicht nochmal, wie man das irgendwie machen kann. Ja, ansonsten ist jetzt diese Lösung hier richtig gestellt. Schickt mir bitte mehr weiter so Fragen mit. Hier ist ein Lösungsweg, der sieht doch auf dem ersten und auf dem zweiten und vielleicht sogar auf dem dritten Blick irgendwie richtig aus, führt aber trotzdem nicht auf das richtige Ergebnis. An welcher Stelle, verdammt nochmal, habe ich mich verrechnet? Wo passt das jetzt irgendwie nicht? Und ich sage es nochmal gebetsmühlenartig, es ist überhaupt gar kein Problem, Fehler zu machen. Aus Fehlern kann man verdammt viel lernen und da sehr klug draus werden, wenn man merkt, dass man den Fehler gemacht hat und den Fehler dann nicht doppelt und dreifach macht.